Stimulation bricht mit der eigenen Tradition, eröffnet eine neue Kategorie. Die Pro X4 ist tot, lang lebe die Ultimate. Kurzen ersten Eindruck von der Ultimate konntet ihr schon gewinnen. Warum sie jetzt Ultimate heißt und warum wir keine Stimulation Pro X4 bekommen, ist tatsächlich relativ einfach erklärt. Wir haben den Verschluss von der Expansion-Reihe bekommen und das Ganze mit den Features von einer Pro X-Pfeife kombiniert und deshalb hat Stimulation das Ganze nicht Pro X4 genannt, sondern Ultimate. Sozusagen alle Stimulation-Feature nochmal in einer Pfeife zusammengefasst. Für wen die Pfeife ist, wer vielleicht upgraden sollte oder zu der Ultimate greifen sollte, das finden wir im Review raus. Aber wie normal, einmal kurz durchgegangen, vorher unsere ganz normale Liste, Verarbeitung, Qualität und Materialien, Design und Blow-Offs, gefolgt vom Rauchverhalten, für mich der wichtigste Punkt, Durchzug, Anzug, Special Feature und Co. Und das Ganze gemündet in einem Fazit zum Abschluss. Fangen wir also erstmal mit der Verarbeitung von unten nach oben an. Im Grunde kann man aber kurz zusammenfassen, wie ich schon bei der Pro X1 gesagt habe, bei der 2, bei der 3 und jetzt auch bei der Ultimate oder der Expansion Mini oder der Pro X Mini oder der Prime Gen 2. Die Verarbeitung von Stimulation ist geisteskrank. Wir waren vor etwas längerer Zeit mittlerweile im Stimulation-Werk und konnten uns das alles angucken. Das heißt, ich kann die Hand für ins Feuer legen. Das Ding kommt aus Deutschland, bis auf die Bowl. Ich glaube, die Bowls werden in Tschechien oder Polen gemacht. Ist bei Glas auch vollkommen okay. Aus Deutschland kommt zwar auch gutes Glas, aber vor allem extrem teures Glas. Das heißt, wäre auch das Glas noch made in Germany, würden wir wahrscheinlich weitaus mehr als 399 Euro bezahlen. Und die Verarbeitungsqualität von der Stimulation ist einfach brutal. Es gibt nichts qualitativ, was über einer Stimulation steht. Punkt. Die Verarbeitung von den Gewinden, wie die Gewinde laufen, wie sie in ihre Fassung passen, ist Perfektion. Die Schlauchanschlüsse laufen super in ihrer Fassung und lassen sich sehr einfach einstellen. Das 360-Grad-Klicksystem funktioniert gewohnt gut, wenn auch mit einem kleinen Twist, wo wir dann noch dazu kommen. Die Gewinde von der Rauchsäule laufen super, das X-Blow-Off passt super drauf, die Sleeves lassen sich super fassen. Also bei der Verarbeitung, das können wir ganz kurz halten, es wird hervorragendes Material benutzt, es wird hervorragend verarbeitet, es wird gut die Qualität kontrolliert und das merkt man eben auch bei der Ultimate. Aber das habt ihr auch bei den letzten 6-7 Stimulations gehört, die wir hier reviewed haben. Allerdings muss ich bei der Verarbeitung doch ein paar Dinge bemängeln. Nicht direkt bei der Verarbeitung, aber wie das Konstrukt von der Pfeife funktioniert. Und zwar haben wir den genialen Verschluss von der Expansion-Reihe mit hier reinbekommen. Das heißt, wir können die Pfeife einfach von der normalen Stimulation Bowl mit dem 360-Grad-Anschluss hier abmachen, können die Ringe einfügen und können die Pfeife, ohne nochmal einen besonderen Adapter zu benutzen, auf alle möglichen Steckbowls packen. Wir haben drei Ringe. Es gibt einmal den weißen, der zuständig ist, um die Reibung zwischen Bass und Ring zu vermindern. Das ist sozusagen nur ein Zwischenring, den wir aber brauchen, damit sich das Ganze trotzdem gut drehen lässt. Und dann haben wir zwei verschiedene schwarze Ringe. Einen etwas dickeren und einen etwas dünneren. Je nachdem, ob eine Bowl vielleicht größer oder kleiner ausfällt, können wir dann den passenden Ring nehmen. Und ich war komplett in love mit diesem Feature. Ich war absolut begeistert, als ich es gehört habe. Weil eine Pfeife zu haben, die man instant von einer mitgelieferten Bowl auf eine Steckbowl packen kann, klang zu gut, um wahr zu sein. Und es ist auch ein klein wenig zu gut, um wahr zu sein. Leider. Es gibt nämlich ein kleines Problem. Und zwar muss man diese Ringe jedes Mal abnehmen, wenn man die Pfeife dann auf eine Steckbowl packen will. Ich habe Stimulation gefragt, ob das so richtig ist, ob ich vielleicht was falsch mache. Stimulation hat gesagt, das haben sie bewusst so gemacht. Also in dieser 360-Grad-Klick-Verschluss-Technik muss ja immer ein klein bisschen Spiel sein, sodass man die Pfeife eben einfach drehen kann. Wenn man zum Beispiel mal den Schlauch weitergeben will, falls nur einer dran ist, drehst du das ein bisschen, kannst den Schlauch weitergeben, ist sehr genial. Dieser Spielraum hat sich über die Jahre immer weiter minimiert, ist aber gegeben. Also der muss da sein. Ansonsten
kotzen, würde das nicht funktionieren. Und wenn jetzt in diesem Verschluss noch Platz sein sollte für diese Ringe, dann würde dieser Spielraum wieder deutlich größer werden. Und das hat den Leuten früher nicht gefallen. Das hat Stimulation ausgemerzt. Und das will Stimulation jetzt auch nicht zurückbringen. Das heißt, der Vorteil ist, die wackelt hier drauf nicht rum. Wie gesagt, nur ein kleines bisschen Spiel. Aber das bedeutet leider auch, dass wir jedes Mal die Ringe abnehmen müssen, wenn wir die Pfeife wieder auf die mitgelieferte Bowl packen müssen. Das heißt, es ist nicht das absolute Traumfeature, was ich mir erhofft hätte. Es ist aber vermutlich der beste Kompromiss, den es da geben kann. So auf jeden Fall mein Eindruck. Aber ich muss sagen, ich habe das tatsächlich sehr gerne genutzt und ich hatte die Pfeife am Anfang ein paar Mal auf der normalen Bowl geraucht, seit ich sie zum Testen habe. Ich habe die Pfeife jetzt ungefähr anderthalb Wochen schon zum Testen zu Hause. Habe sie aber dann relativ schnell nur noch auf Steckbowls geraucht, weil das einfach sauschön aussah. Ich habe die Pfeife auch am liebsten ohne Sleeve geraucht und das sah einfach killer aus und hat auch super funktioniert. Das heißt, ich persönlich, so wie ich die Pfeife jetzt geraucht habe, musste gar nicht so oft wechseln zwischen Ringe dran, Ringe ab, Ringe dran, Ringe ab. Und deswegen ist es für mich okay. Es wäre natürlich am perfektesten gewesen, wenn die Ringe einfach immer hätten dranbleiben können, auch wenn man die Pfeife auf der normalen Stimulation Bowl rauchen will. Das wäre die ultimative Lösung. Um bei der Verarbeitung noch das andere neue Feature anzusprechen, was Stimulation in dieser Pfeife mit rausbringt, Moon Gravity. Als ich das gelesen habe, war ich so, Digga, jetzt ist Marketing-Team aber richtig on fire. Es klang fast zu schön, um wahr zu sein. Es soll darum gehen, dass durch besondere Strömungstechniken der Luftstrom um die Kugel und die Positionierung von der Kugel in dem Kanal optimiert wird. Das klang wirklich sehr, sehr wild, wie das Ganze da beschrieben wurde. Im Grunde ist es aber ein absolut genialer Trick. Ich habe mit Stimulation telefoniert, habe mir auch die technischen Zeichnungen zeigen lassen. Es ist genial. Ich habe versucht, das zu filmen. Das ist unmöglich, das hier in dem Kanal zu filmen. Da bräuchte ich eine komplett neue Linse. Es ging leider nicht. Ich hätte es euch sehr gerne gezeigt. Aber deswegen die Erklärung. Man zieht die Kugel initial hoch und in den Kanal. Und in dem Kanal wird die Kugel abgelegt, sodass man aktiv mit der Kraft beim Ziehen nicht mehr die Kugel mitziehen muss. Was sich dann für uns im Umkehrschluss so anfühlt, als würde man weniger fest ziehen müssen. Ergo besseren Durchzug haben, obwohl trotzdem eine Kugel in dem System verbaut ist. Und nicht nur das, wir haben natürlich eine Vierschlauchpfeife, wo man mit mehreren Leuten dran rauchen kann und auch entlüften kann, ohne dass man irgendwas umbauen muss, dass man irgendwas drehen muss. Man kann einfach rauchen und entlüften ohne Probleme. Und das funktioniert bei der Stimulation Ultimate so gut wie bei noch keiner Pfeife davor. Nicht bei einer anderen Stimulation und schon gar nicht von anderen Marken. Wer eine Vierschlauchpfeife haben will, wo vier Leute rauchen und gleichzeitig entlüften können, ist die Ultimate wirklich die ultimative Pfeife. Und das in Kombination mit der Moon Gravity Technologie, wie gesagt, sehr fancy Term, für aber einen sehr genialen Einfall, führt wirklich dazu, dass der Durchzug bei dieser Pfeife nochmal viel besser geworden ist. Ich habe die Pfeife auch mehrfach mit Freunden zusammen getestet, unter anderem mein Mod Phil hat mal ein ganzes Köpfchen mit mir darauf geraucht und wir hatten beide niemals die Sorge, dass der Durchzug nicht gut genug war. Wir haben natürlich auch wieder die Möglichkeit, den Durchzug einzustellen, indem wir hier an den Schlauchanschlüssen drehen. Das ist aber auch bei der Ultimate so wie bei allen davor bei mir. Ich habe die immer auf Maximum. Also es gab nie einen Kopf, nie eine Situation, wo ich mir dachte, jetzt ist der Durchzug zu gut. Falls ihr Tradiraucher seid oder eher einen strengen Durchzug haben wollt, könnt ihr das aber nach wie vor machen. Könnt hier ein bisschen an einem Schlauchanschluss drehen und dann wird der Durchzug schlechter. Bei mir persönlich lief es wie gesagt immer auf Maximum, aber das Maximum bei der Ultimate hat mich auf jeden Fall deutlich glücklicher gemacht als bei der Pro X3. Und das sind eben die zwei Feature und auch der Grund, warum es die Stimulation Ultimate und nicht die Stimulation Pro X4 ist. Wir haben einmal das Feature aus der Expansion-Reihe und einmal die Feature aus der Pro X-Reihe, das Ganze jetzt in einer Stimulation zusammengefasst und deshalb eben nicht Pro X4. Im Grunde ist schon eine Pro X4, aber eine Pro X4 Plus. Und da Pro X4 Plus ein ziemlich dummer Name wäre, finde ich das gut, dass die Ultimate heißt. Gut, aber wieder zurück zu unseren Review-Punkten. Die Feature funktionieren hervorragend gut, wenn auch der Verschluss mit dem kleinen Haken kommt, dass man eben die O-Ringe rausnehmen muss, wenn man das Ganze wieder auf die mitgelieferte Stimulation Bowl packen will. Aber abgesehen davon, 1 Plus mit Sternchen. Design, Optik und Blow-Offs. Blow-Offs habe ich einmal ein extra Clip gemacht, den ich euch jetzt einmal zeige. So, und wo wir gerade beim Blow-Off sind, wir haben natürlich auch wieder hier den ganz normalen X-Blow-Off. Wir können dieselben Sleeves benutzen, da hat sich also nichts verändert. Das heißt, falls ihr noch Zubehör von der Pro X2 oder 3 habt, dann passt das auch hier, genauso wie ein Cooling-Adapter und ein Cooling-Diffusor. Das passt da alles drunter. Allerdings gibt es eine kleine Veränderung bei den Blow-Offs und zwar funktionieren die nicht mehr so ultra leichtgängig, wie das bei der Pro X3 war. Ich weiß nicht, ob das bei Design war. Es sieht cool aus, wie es rauskommt. Allerdings ist es ein bisschen verändert. Ich zeige euch das am besten einfach mal, damit ihr euch das vorstellen könnt. Es sieht ein wenig so aus, als würde der Rauch langsamer fließen. Komische Formulierung, aber so ist das. Wir haben natürlich dadurch, dass hier auch der ganz normale X-Blow auf Plus dran ist, wieder die normalen Einstellungsmöglichkeiten. Jeder Ring kann in 1, 2, 3,
drei, vier verschiedenen Positionen eingestellt werden. Das ergibt 4 mal 4 mal 2 Blow-Offs, minus einer wäre aus und aus. Der funktioniert also nicht. Das heißt, wir haben jede Menge Blow-Off-Möglichkeiten, die wir hier an dem X-Blow-Off umstellen können. Ich muss aber sagen, dadurch, dass das ein bisschen schwerer ginge, beziehungsweise dieses langsame Fließen zustande kam, habe ich die Pfeife fast am liebsten ohne Sleeve geraucht. Deswegen haben wir die auch im Review so. Aber das wollte ich euch auf jeden Fall nochmal zeigen. Geht natürlich auch. Dass wir die X-Blow-Offs weiterhin benutzen können, das heißt auch jeder, der die schon hat, kann die einfach auf der Ultimate benutzen. Ist auf jeden Fall sehr, sehr nice, falls jemand upgraden möchte. Ansonsten muss ich sagen, habe ich sie meistens einfach so benutzt. Den Blow-Off kann ich euch auch nochmal kurz hier direkt zeigen. Ein klassischer Blower von der Base nach oben, aber für mich der am einfachsten zu benutzende, schön genug, sodass ich sagen kann, damit bin ich auf jeden Fall happy. Ich habe die Pfeife meistens ohne die Sleeves benutzt. Design finde ich sehr nice. Ich finde es cool, dass wir eine etwas andere Bowl haben und muss sagen, das Design gefällt mir sehr gut. Die Farbe, das Matt Metallic Gold, was ich hier habe, finde ich übertrieben sick. War ein bisschen schwer zu kombinieren mit den Sleeves, deshalb vielleicht auch häufiger bei mir ohne Sleeves, aber ich finde die Pfeife so ohne X-Blow-Off und ohne Sleeve, aber mit der matt goldenen Bowl insane schön. Ich weiß nicht, ob es euch genauso abholt, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, aber ich finde die neue Farbe geisteskrank nice. Ich habe mir auch schon die Farben auf der Simulation-Website angeguckt, auch geisteskrank, also diese Metallic-Farben sehen sick aus. Die einzige, die ich aber in Realität gesehen habe, war die goldene. By the way, Simulation-Website sei kurz gesagt, die Pfeife kommt auch heute am 14. raus. Falls sich die jemand gönnen will, mit dem Code SWG gibt es 40 Euro kostenloses Zubehör zu jeder Stimulation-Pfeife dazu. Also falls ich von euch jemand eine Stimulation-Pfeife ziehen will, ich würde mich sehr über den Support freuen, falls ihr dann noch Code SWG mit reinknallt. Und ihr bekommt 40 Euro kostenloses Zubehör. Win-win. Beim Design sieht man auch sofort, dass es eine Pro X ist. Das heißt, wir haben so Besonderheiten wie die zwei Aussparungen in der Bowl. Wir haben ein etwas überarbeitetes Design bei der Base und bei der Rauchsäule. Aber die Pro X DNA ist auf jeden Fall am Start. Und ich glaube, es würde sogar dem einen oder anderen schwerfallen, zu sehen auf den ersten Blick, ob das jetzt eine Pro X 3 oder eine Stimulation Ultimate ist. Das heißt, ein paar mehr Twists wären vielleicht ganz geil gewesen. Aber wenn die Pfeife nicht auf der mitgelieferten Bowl ist, an der man am besten erkennt, dass es eine neue ist, dann muss man vielleicht zweimal hingucken, um zu sehen, ob es eine Pro X 3 oder eine Ultimate ist. Rauchverhalten bin ich ja eben schon ein bisschen drauf eingegangen. Durchzug ist so gut wie in noch keiner Stimulation zuvor. Er ist aber immer noch nicht absolut geisteskrank. Und das geht auch leider nicht, weil wenn ihr eine Vierschlauchpfeife habt, wo mehrere Leute dran rauchen können, mehrere Leute entlüften können, aber alles noch dicht sein soll, dann muss da eine Mechanik dazwischen sein, die das eben verhindert. Und das ist sozusagen ein glorified doppeltes Rückschlagventil. Und das funktioniert super gut, kostet aber immer ein wenig Durchzug. Ich fand aber den Durchzug nicht störend bei einer Stimulation. Wenn ich das in der Note von 0 bis 10 ausdrücken soll, auf einer Skala von 1 bis 10, dann würde ich der Stimulation eine 8 geben. Und das ist die beste Note, die eine Vierschlauchpfeife bei mir mit Entlüftungsfeature jemals bekommen hat. Also long story short, der Durchzug ist astrein, obwohl vier Leute rauchen und entlüften können. Fehlt uns noch der Anzug. Ihr seht es hier, mein Wasserstand geht bis hier oben. Dadurch, dass wir wieder ein ausziehbares Tauchrohr haben mit einem Diffusor am Ende, können wir erstens das Wasser super knapp über die Diffusorlöcher machen und zweitens den Wasserstand relativ hochziehen, ohne dass wir Wasser ziehen oder sonst irgendwelche Probleme haben. Und das führt dazu, dass wir ein unglaublich kleines Bowlvolumen haben. Natürlich ist die Strecke von der Pfeife noch relativ hoch. Es fühlt sich aber für die Größe von der Pfeife nach einem sehr direkten Anzug an. By the way, ist die Pfeife bis zum Kopfadapter 52 cm hoch. Der gute Durchzug, der für eine 52 cm Pfeife sehr direkte Anzug, sorgt dafür, dass ich nichts zu bemängeln habe. Das heißt, normal, wenn ich große Pfeifen rauche oder ich Vierschlauchpfeifen rauche, habe ich meistens entweder das Problem, dass mir der Anzug nicht direkt genug ist oder dass mir der Durchzug nicht gut genug ist und hat mich positiv überrascht. Das heißt abschließend, Durchzug und Anzug für mich absolut astrein. Und das bei einer Vierschlauch. Kommen wir abschließend noch zum Fazit. Für wen ist die Pfeife? Lohnt sich ein Upgrade? Sind 399 Euro dafür gerechtfertigt? Das ist eine relativ schwer zu beantwortende Frage. Für eine Kategorie an Menschen ist sie sehr einfach zu beantworten. Wenn ihr schon die ganze Zeit eine Vierschlauchpfeife haben wolltet, wo alle Leute entlüften können, die mitrauchen, und ihr habt noch keine, ist das eine ganz einfache Empfehlung. Wir sind 20 Euro teurer geworden, haben dafür aber auch deutlich mehr Feature bekommen. Ich habe ehrlich gesagt mit einem schlimmeren Preis gerechnet. 400 Euro ist nicht wenig Geld. Mit den Entwicklungen bei den Edelstahlpreisen, den Energiekosten in Deutschland, ist es halbwegs verkraftbar, dass sie nur 400 Euro kostet oder sagen wir nur 200 Euro.
20 Euro mehr. Es ist okay, es tut natürlich trotzdem weh. Gewünscht hätte ich mir natürlich, dass sie gleich teuer bleibt oder vielleicht sogar günstiger wird. Aber sind wir mal ehrlich, damit hat, glaube ich, keiner gerechnet. Und für die Leute, die schon eine Vierschlauchpfeife mit Entlüftung haben wollen, aber noch keine haben, ist es eine safe Empfehlung. Wenn ihr eine Pro X1 habt, ist es auch eine klare Kaufempfehlung. Wenn ihr eine Pro X1 oder eine Edition 4 Premium habt, ist es auch eine klare Empfehlung. Gegenüber diesen Pfeifen sind die Neuerungen wirklich geisteskrank. Wenn ihr allerdings eine Pro X2 habt, dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Bei der Pro X2 sind die X-Blow-Offs hinzugekommen, die Sleeves dazugekommen und dann wird es ein bisschen tricky zu sagen, ob man da wirklich upgraden sollte. Falls ihr eure Pro X2 noch verkaufen könnt und dafür noch einen guten Preis bekommt, dann auf jeden Fall rein da. Wer eine Pro X3 hat, sollte sich wirklich überlegen, ob er upgraden soll. Maybe nur, wenn euch der Durchzug von der Pro X3 stören sollte. Ich finde den schlechter als von der Ultimate. Er ist aber nicht störend schlecht. Also da würde ich vermutlich nicht upgraden. Aber das müsst ihr selber wissen. Ich bin auf jeden Fall froh, dass wir schon wieder eine neue Pfeife von Stimulation bekommen haben. Den Namen Ultimate finde ich im Sinne von dem Kombinieren von der Pro X-Reihe mit dem Expansion-Verschluss sinnig. Ich muss aber sagen, dass es für die ultimative Pfeife immer noch an ein paar Kleinigkeiten hapert. Ne, so Sachen wie, dass ich die Ringe abnehmen muss, damit ich die Bowl direkt auf eine Steckbowl packe. Kann. Ich hätte mir gewünscht, dass der Durchzug, wenn ich den auf Maximum habe, mir viel zu stark ist, sodass ich dann wirklich auch mal einstellen kann, wie ich den wirklich perfekt finde. Das Feature ist für mich sinnlos, weil ich persönlich immer den offensten Durchzug hier gewählt habe. Vielleicht geht es Leuten, die eher einen strengeren Durchzug haben möchten, anders. Es ist auch cool, dass wenn ihr mit mehreren Leuten an der Pfeife raucht, sich jeder den Durchzug selbst einstellen kann, wie er möchte. Mit den Leuten, wo ich es getestet habe, hat jeder immer einfach Maximum genommen und damit waren wir auch alle zufrieden. Aber ich fände es einfach cool, wenn der offenste Durchzug geisteskrank offen wäre, sodass ich mir denke, holy shit, das ist viel zu gut, ich muss den jetzt halb zudrehen. Und das ist halt leider nicht der Fall. Aber es sind nur absolute Kleinigkeiten, wo ich bei der Pfeife meckern kann. Aber wenn sich eine Pfeife Ultimate nennt, dann reichen vielleicht Kleinigkeiten auch schon zum Meckern aus. Vielleicht sehen wir irgendwann eine Ultimate 2. Wer weiß. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was eure Meinung zu dieser Pfeife ist. Schreibt es gerne in die Kommentare. Maybe habt ihr schon eine vorbestellt. Dann schreibt mir gerne mal warum. Oder schreibt mir ein kleines Fazit, wenn ihr die Pfeife dann auch mal testen konntet. So viel auf jeden Fall zu mir, zu der Ultimate. Gerne ein Abo da lassen für mehr Shisha-News und Reviews. Und gerne noch einen Daumen nach oben geben. Und dann bis bald, eure Shisha-WG.